Okay, das ist doch gut. Hallo Leute, willkommen bei Ich zeige meinen Schwanz. Nein, eigentlich zeige ich es nicht, weil ich zeige meinen Schwanz. Nein, Pets Katzenfreunde ist mal wieder dran. Ich dachte, ich nehme mal wieder eine Runde auf hier. Und ich, ja, Gäste ist ja nicht jetzt wirklich der Mangel, aber es kommt manchmal auch so ein bisschen darauf an, wie die Stimmung ist und wie man gerade Lust und Zeit hat. Also dachte ich mir, für diese Aufnahme, ja, lade ich mir mal wieder eine besondere Person ein, die ihr alle irgendwo kennt. Wahrscheinlich habt ihr schon längst in die Videobeschreibung geguckt, deshalb warte ich jetzt nicht mehr so lange. Wer ist da? Sabu. Hallo. Sabu. Okay, ich bin Sabu. Warum bist du Zauber, Sabu? Weil ich das kommentiere und dem Spiel selbst bin. Jetzt darfst du dich erstmal erklären. Warum bist du da? Ich bin da, weil ich eine Katze bin. Warum bist du eine Katze? Ich dachte, du wärst ein Hub. Ich bin alles. Ich bin beides. Warum? Ich bin eine Toilette. Wer ist Sai? Das weiß ich nicht. Gib mir jetzt eine freie Stimme. Das hast du auf jeden Fall. Hi, du seid die Katze! Okay, du kannst dich daran erinnern. Ich weiß es nicht mehr. Okay, mal sehen, wo das... Wo Sai ist, Sai... ist sinnlos. Sai ist ein Vogel. Sai ist da. Ach nee, er ist der coole Macker. Stimmt ja, er ist der coole Macker. Okay. Ich will mir auf die richtige Stimme geben. Ja, das du kannst dich doch einmal... Ich bin ja eigentlich für die ganze Zeit eine tolle Sonnenbrille auf. Und ich hab nie Pferd. Ich hab dir gesagt, die Stelle kommt noch. Es ist einfach Happy Hippo. Happy Hippo Day. Okay, wollen wir mal gucken, was uns dieser Hippie-Hippo bringen wird. Weil ich bin schon total gespannt deshalb. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich will ich nichts damit zu tun haben, mit dem ganzen Kram. Okay. Viel Spaß. Nochmals vielen Dank für den hausgemachten Kirschkuchen, der rot ist. Roter Kirschkuchen. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Fragezeichen mehr. Ach das, du meinst die Aktion? Rotes Rufen. Genau, rotes Rufen. Du kannst damit dein Tier herbeirufen, um dir zu helfen. Möchtest du das lernen? Das jagt mir eine Gänsehaut ein, würde ich dir nur mal sagen. Das ist sehr interessant. Okay, ich bring's dir bei, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn du mir eine Bienentorte bringst, die rot ist. Ich kann ja einfach über irgendwas zu fressen haben möchte. Ja, gib mir Essen und Stäb. Geil. Geil. Meinst du, die rote Ione könnte eine für mich backen und du bringst sie mir? Wieso? Wie gemein! Sie wird voll ausgenutzt. Rote Ione ist zu Hause. Sie ist rot. Ich warte. Das habe ich mir schon fast gedacht. Los, mach schnell, du Arschloch. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Mega Sequenz, mega umdrehen, mega so nachschauen. Haben wir dir jetzt schon was gebracht? Nein, heute. Er verpisst dich einfach! Er haut deinen Fischen ab. Du hast einen Arsch. Richtig gemein. Okay, jetzt dürfen wir zu Ione rennen und... Ach, egal, was soll's. Ja, aber, weißt du... Ach ja, stimmt, wir haben hier rufen gelernt. Können wir dann jetzt nicht irgendwas Tolles machen? Ach, ich weiß es nicht mehr. Das war letztes Mal mit Niki gewesen und das ist jetzt irgendwie schon ein bisschen länger her. Ja, ne, Saboru, also was machen wir denn da? Wir rufen und, das heißt, wir werden miauen und damit... die Apokalypse herbeirufen. Glaubst du echt, das können wir? Okay, ich versuch's mal. Ja! Auf einmal wird der Himmel rot, alles brennt und die Häuser fangen an zu schmelzen. Blackie kommt. Glaubst du? Ja. Stimmt, bei der Apokalypse müsste Blackie auch kommen, oder? Ja, Blackie wird die Apokalypse auslösen. Bist du dir sicher? Also ich meine, das ist ja ein bisschen gewagt, diese Theorie. Ich bin mir sicher. Also Greg ist dann auf jeden Fall. So, wollen wir nochmal schauen, ob wir irgendwie ein Haus sehen. Was ist? Nee, ist sie nicht. Ione ist sie nur. Und Ione ist, Ione ist Ione. Ione, ah, Ione muss erstmal Bärentorte backen. Das ist aber wichtig. Bärentorte muss her. Mal sehen, viel Spaß. Man möchte meine Bärentorte essen, die rot ist. Ja. Sehr schön. Dann backe ich ihm jetzt eine Bärentorte. Die rot ist. Okay. Ach du meine Güte, ich habe keine roten Beeren mehr. Ich brauche noch eine rote Beere. Stopp! Stopp! Du erklärst dir jetzt, was rote Beeren sind. Das sind Beeren, die rot angefärbt wurden. Das ist einfach, aber logisch. Okay. Also braucht noch Beeren, um meine rote Beerentorte zu backen.
Dann macht es auch Sinn, warum es eine rote Bärentorte ist, da die Bären ja auch rot sind. Ich denke, du findest ein paar rote Bären am roten Lapissee. Sie können sich schon wieder nicht entscheiden, ob es Schlabbersee oder Lapissee ist. Nein, Lapissee ist einfach nur das Größte für, wenn ein Laptop im See ist. Ach so, okay, alles klar. Um zum roten Schlabbersee zu gelangen, muss man die zwei Brücken flussaufwärts überqueren. Ach du gute Güte, da freuen wir uns jetzt schon drauf. Können wir nicht dafür so ein Nilpferd nehmen wie der andere Kollege? Kannst du mir noch mehr davon bringen? Nein. Aber warum muss ich das denn jetzt machen? Wieso bin ich... Komm, also, jetzt sei ehrlich, Sabo, du merkst es ja selber. Wir laufen ja die ganze Zeit in diesem verdammten Spiel. Ich glaube, du hast ja auch schon ein paar Folgen keine Zeit gesehen, richtig? Alle, gut. Das ist schon mal gut. Du, da ist ja bestimmt einer, bist du eine Person, die am besten aufgefallen ist, wie wir die ganze Zeit nur sinnlos in der Gegend herumlaufen und die ganze Zeit irgendwelche Gegenstände suchen. Ja, du bist einfach der Trottel für alles. Ja, das glaube ich echt, weißt du... Das ist, weißt du, die Katzen, die alle Katzen, außer, das schon Yari, die Katze sind nämlich nicht dumm. Die wissen nicht, dass Yari nicht dumm ist und schicken sie überall hin. Aber eigentlich, eigentlich macht das, ne? Ne. 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 Also eigentlich, sind die eigentlich alle voll intelligent und Yari ist die eigentlich dumme Katze einfach nur. Sie ist nicht nur fett, sie ist, glaube ich, sogar dumm. Ich merke nicht, dass sie, dass gar keine mit ihr befreundet sein will, sondern einfach nur, sie ausgenutzt wird. Das ist natürlich sehr, sehr traurig, ja. Muss man an der Stelle sagen. Das ist keiner mitbekommen. Ach ja, stimmt, der Lappisee wollten wir hin. Ich hab's wieder ganz vergessen. Yari, der Schlabbersee ist der Lappisee. Ich dachte, der Lappisee ist der mit dem dicken Laptop drin. Ja, das, der Lappisee ist der Schlabbersee, wenn ein Laptop drin ist. Ah, okay, das macht irgendwie Sinn. Nicht. Aber gut, dann schnuppern wir doch mal ein bisschen. Guck mal, wir schnuppern. Und was finden wir? Nichts. Wir schnuppern einfach weiter. Oh, guck mal, hier muss irgendwo was sein. Wir schnuppern. Wir schnuppern. Oh, ich habe was gefunden. Was wird es sein? Ein Kürbis? Du Nein. hast Banane. Das die ist rot richtig. Ist. Dann wollen wir... Die ist wirklich rot. Sprich mit Sein. Nee, der kommt mit seinem Nilpferd angerannt. Da habe ich keinen Bock drauf. Der will mich nur wieder ärgern. Das lasse ich nicht mit mir machen. Das lasse ich nicht mit mir machen. Nein. Oh, ich muss hier runter. Ja, ich muss da lang schwimmen. Du darfst nicht wasserscheu sein. Warum auch? Das ist ja auch, wahrscheinlich ist es auch die einzige Katze, die nicht wasserscheu ist in diesem Spiel. Ich meine, was ist denn das für eine Logik? Ich meine, der andere muss mit seinem komischen Nilpferd durch die Gegend tropfen da, aber er muss hier. Ja, das ist wie im Zelt, da gehen andere Leute auch nur mit dem Boot ins Wasser und Link springt einfach rein. Ich verstehe. Da können wir jetzt angeln gehen. Wie in Zelda, genau, das ist genauso gut gemacht. Oh mein Gott, spürst du die Action? Die Action! Die Action! Die Action! Die Action! Es passiert wow. nichts! Action! Die, oh, ich ja, muss hochziehen! Hochziehen. Oh, ich muss ziehen! Ich darf nicht zu doll ziehen! Ich darf nicht zu doll ziehen! Das Fisch da raus. Okay, der Fisch. Oh, ich muss ziehen, jetzt wieder ein bisschen. Oh, ich hab ihn! Oh, gut gemacht, Sabu! Schwarz, 47 cm, der rot ist. Der rot ist in den Aquarium-Tank eben. Ja! Nein, das kannst du nicht tun. Okay. Wann geht die alle eigentlich schwimmen, wenn da ein Krokodil ist, das ihn die ganze Zeit auffressen könnte? Lass uns einfach mal gucken, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Das Krokodil wird dich umbringen. Nein, das Krokodil ist lieb. Siehst du? Wow, ich hab mich erschreckt. Ich mauze es an. Wow, es ist tot. Tot an mir. Da kam es nicht zurecht. An Miau gestorben. Miau ist die ultimative Apokalypse-Waffe. Greggy wird Miau einsetzen, um die Apokalypse auszulösen. Ja. Glaubst du das? Ich hatte jetzt schon fast gedacht, ich hab einen Schmetterling gefunden, aber ich muss dich enttäuschen. Ich glaube, ich werde keinen Schmetterling in diesen Folgen töten. Wärst du dann sauer? Nein, ich bin nicht sauer. Weil du Wassermelone hast, die rot ist. Warum nicht? Eine Wassermelone, die ist sogar voll in Rot, du hast sogar recht. Wir töten jetzt eine Libelle, okay, wenn du nichts dagegen nicht. Hast. Sehr gut, wir haben sie gefangen. Blaupfeil. Gefangen. Blaupfeil. Wollte ich an der Stelle mal anmerken. Ich finde Früchte. Ich finde Früchte am See. Ich finde Früchte. Ich finde, irgendwas ist da. Ich finde es gleich. Jetzt! Die Früchte am Schlammersee. Und es ist eine Veilchenfrucht. Das ist gut. Das ist eine Frucht. Ja, das ist eine Frucht.
Okay, wir sind auf der ewigen Suche nach irgendwelchen Früchten hier in der Nähe. Früchte wie Veilchen sind eine sehr schöne Sache, denn man kann sie essen und man kann darin riechen und man kann sie schlappen. Aha, okay, was ist das? Das ist ein... Irgendwie so ein... Der ist aber süß. Kannst du ihn töten? Der ist aber richtig süß. Nee, der macht nur Schieb. Wieso soll ich ihn überhaupt töten? Damit er tot ist. So. Ja, Jesus. Warum willst du ihn tot haben? Mega blutrünstige Katze, die alles umbringen will mit dir, Miau. Ah. Glaubst du, dass sie... Glaubst du, sie kann... Wir haben eine Gurke gefunden, die rot eine ist. Eine rote Gurke. Richtig. Warum ist denn alles in diesem Spiel rot? Ich frage mich das schon. Also liegt es vielleicht daran, dass es so viel Pink in dem Spiel gibt, dass dadurch das Rote auch beeinflusst wird? Das muss sogar so sein. Wir haben 10 Insekten gesammelt, dafür gibt es einen Bonus für seltene Objekte. Sie haben Kimono Farbe 3 erhalten. Wow. Vor allem, du machst die ganze Arbeit, bekommst dann die Belohnung und musst sie die dann erstmal kaufen, bevor du sie einsetzen kannst. Aber ich habe die Möglichkeit dazu bekommen. Du hast rote Wassermelone. Wieso die anders als die normalen Früchte? Warum? Die werden wie so eine Früchte, von der ich Charlotte sprach. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wovon sie redet. Die Möglichkeit ist so Charlotte. Ich weiß nicht, von welcher Frucht er redet. Die besondere Melone wurde zu Charlotte gebracht. Das ist echt so. Ich glaube, es gibt keine andere Begründung. Was ist das? Was ist denn das denn jetzt? Ich glaube, es ist... Ach, ich weiß es nicht. Ein Käfer, der sich nicht bewegt. Oder so. Das ist... Ja, aber da können wir ihn ja nicht fangen. Das ist ja blöd. Wusstest du eigentlich, dass ich gleich schon tot bin? Bist du schon mal gestorben in diesem Spiel? Nein. Das wäre auch umso lustiger, wenn es mir jetzt passieren würde. Das wäre... Ich an der Stelle mal anmerken. Also, wenn ich nur eine Sache weiß. Wir sollen doch jetzt, wir sollen doch jetzt eine Birne finden am Lapi sehen. Das war doch die Aufgabe, oder? Gut.